Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte ganz gerne mal was anderes vorstellen, und zwar ein rundenbasiertes strategisches Kriegsspiel, die in der Tyrannei sozusagen stattfindet. Nennt sich Jagged Alliance 2 in der Version 1.13. So alt ist diese Version nicht. Das Jagged Alliance ist älter, das ist aus 1999, und die 1.13 war so vor 4-5 Jahren rausgekommen, die man zusätzlich als Modifikation dazu installieren kann. Ja, mal gucken. Wir fangen mal ein neues Spiel an. Wer Jagged Alliance 2, die alte Version, kennt, wird sofort erkennen, dass wir hier erstmal einen großen Grundeinstellungsbildschirm haben. Da will ich schnell mal eben drauf eingehen. Ich kann leider noch nicht wieder gut einsteigen, beziehungsweise meine Kenntnisse sind ein bisschen verrostet. Ich mache es einfach mal auf einfach. Inventar Attachments lasse ich mal so. Maximale Truppengröße, da kann man die Söldner, die man dann halt eben mietet, kann man dann auf maximal 8 erweitern, also bis zu 8 haben. Damit bin ich gemeint mit meinem BSE-Charakter. Der Fortschritt der Waffenwahl lasse ich mal auf normal. Bobby Ray's Shop, da wollten wir mal ein bisschen mehr Auswahl und mehr Qualität haben. Das geht im Laufe des Spiels so, dass man halt eben mehr Waffen bekommt mit besserer Qualität. Die Fertigkeiten, die werde ich mal die neuen nehmen. Die Waffen, zusätzliche Waffen, ja, natürlich mehr Waffen macht mehr Spaß. Spielmodus Sci-Fi, nö, gehe ich auf realistisch, weil bei Sci-Fi, da kommen dann irgendwelche Sachen, die ich gar nicht haben möchte. Und tote Gegner lassen alles fallen, das lasse ich an. Sonst muss ich die alle einzeln untersuchen oder weiß der Geier, was passiert. Das ist auch ein neues Feature. Verbesserte Unterbrechung, die machen wir auch an. Das ist, wenn in der Spielszene jemand entdeckt wird, dass man da besser agieren kann. Aber dazu kommen wir später. Extra schwer speichern erlauben, nö, nicht im Kampf. Also wieder die alte Version. Söldner Hintergrundgeschichten, die kann man gut anlassen. Inventarzugriff kostet APIs. Auf an wäre es die alte Version, aber ich lasse es mal auf aus. Ja gut, okay. Ist Geschmackssache. Neues Zielsystem möchte ich auch haben, und das Nahrungssystem, das lasse ich auch auf aus, weil ich nicht weiß, was da noch irgendwie alles auf mich zukommen kann. Nachher verhungere ich oder ein anderer Typ und dann ist das ganze Spiel aus. Das finde ich nicht so pralle. Dann gehe ich auf Starten. Jetzt geht mein Monitor auf. So, da steht, Sie haben neue E-Mails. Ich gehe mal auf Schließen, damit wir ein bisschen mehr Hintergrund bekommen. Und zwar ist das hier sozusagen hier die Taktikkarte. Hier sehen wir noch schon einige Gebiete, die es hier gibt. Die werden wir dann später erkunden. So, ich habe eine E-Mail bekommen und die gucken wir uns erstmal an. Wir wissen, was sie denken. Da kriege ich einfach mal so eine E-Mail von der psychologischen Pro-Incorporation und wir wissen, was sie denken. Das kann man sich jetzt mal durchlesen. Und es geht darum, sich seinen eigenen Charakter zu erstellen. Hier ist der Zugangscode XEP624. Da gehe ich ins Web und gehe auf BSE und gebe dann hier den Code ein, XEP624, Enter. Und dann kann ich beginnen. Unser patentiertes 4-Punkte-Programm zerlegt jede Person in ihre Hauptbestandteile und das ganz ohne Machete. Ja, da ist noch ein bisschen die Lustigkeit mit drin. Und jetzt gebe ich meinen Namen ein. Jeder kennt mich, der das sieht. Und ich nenne mich mal Dave, bin männlich und werde das fertig machen. Jetzt geht es um mein Aussehen. Also ich kann sozusagen hier mein Avatar ändern. Dann gucke ich mal, wen wir alles haben. Dann habe ich hier so einen Handsome Guy. Dann habe ich hier so einen Handsome Guy. Der ist auch lustig. Der ist mir zu vulgär. Ja, also je nachdem, wie das Gusto ist, wie der Geschmack ist, kann ich natürlich hier für die ist die Eieruhr abgelaufen. Mein Avatar auswählen. Hier kann man die Stimme auswählen. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Zeit, den Müll rauszubringen.
Ja, das waren drei deutsche Stimmen. Dann kommt noch Englisch. Und dann kommt etwas, das verstehe ich nicht. Deswegen werde ich gleich zurückgehen, weil die anderen sind nämlich auch noch. Ich nehme Stimme 2. Die kann die Haarfarbe ändern. Und am besten ändert man die Haarfarbe in Naturfarben. Das gilt genauso wie für die Hautfarbe. Da kann ich natürlich nicht in grün machen. Die Hemdfarbe, die mache ich grün. Und die Hose mache ich auch grün. Nehme eine normale Statur. Und klicke auf OK. Jetzt kommt die Charaktereigenschaft, die man haben kann. Früher waren es Fragen. Einige wissen das wahrscheinlich noch. Die waren relativ lustig und die Antworten auch. Das ist leider in dieser neuen Mod 1.13 nicht mehr so. Deswegen kann man sich hier die Charakterzüge per Druckknopf auswählen. Entweder neutral, umgänglich, einzelgängerisch, optimistisch, jämtliche, lernbegabt und so weiter und so weiter. Ich möchte aber doch gerne erstmal neutral bleiben. Das gibt mir wahrscheinlich erstmal weitere Möglichkeiten im Spiel, mich zu verbessern. So, ihre größte Schwäche, keine Schwäche, Hitzeempfindlichkeiten, Nervosität, das lasse ich auch weg. Und dann gibt es hier noch eine Moralgeschichte, welches da heißt, du siehst durchschnittlich aus und mein Aussehen ist nicht wichtig für mich. Dann haben wir hier das Gleiche, das ist auch hier moralmäßig, das finde ich aber bescheuert. Ich werde ganz einfach mal auf German gehen. Wo ist denn hier German? Und ich hasse jeden. So und so viel könnte ich in Land eingeben. Und hier könnte ich eingeben, somewhat extremely, ein bisschen oder... Naja, ich habe gehört, es gibt ein Easter Egg, wenn man French eingibt und aufs somewhat geht. So habe ich das gehört und das andere lassen wir. Ich bin kein Sexist und ich habe auch keine Vorurteile gegen Andersfarbige. Jetzt kommt meine Persönlichkeit. Gut, okay, das ist jetzt hier noch so ein bisschen Blabla-Geschichte. Ich gehe ganz gerne auf Scharfschützen-Experte und kann auch nur eins auswählen. Also ich hätte ganz gerne Scharfschützen-Talent. Dann gehe ich weiter und hätte ganz gerne, was haben wir denn noch hier? Nebenfertigkeiten, Kraftsport, Sprengtechnik, Ausbilden, Aufklärung, Funktechnik, Leichtathletik. Ich hätte ganz gerne Beidhändigkeit. Kann ich noch was eingeben? Nein, ich kann nur einen Punkt auswählen. Gehe auf OK. Und hier ist mein Hintergrund, also was ich so als Lebenslauf hatte. Arms Dealer, das wäre sozusagen ein Waffenhändler, Law Enforcement, Jurist, Prison Guard, Knastwächter, Clanmitglieder, hätte ich beinahe gesagt, Convict, Drug Addict und so weiter und so fort. Ich mache doch ganz einfach hier mal den Arms Dealer, den Waffenhändler. Gibt es noch mehr Sachen? Lawyer, Hitman. Oder ich gehe auf Hitman. Ist auch besser. Ja. Man kann ja auch mehrere Sachen auswählen. Mime, akademisch. Also das hat alles aus... gibt es ja richtig viele Sachen. Hat alles Auswirkungen auf die Fähigkeiten, die man haben kann. Ich gehe auf Hitman. Dann komme ich ein bisschen gefürchtet darüber. Gehe auf OK. Und jetzt kommen noch meine Eigenschaften, die ich mit dem Regler sozusagen hier regeln kann. Sprengstoffmedizin, Technik, das können andere lernen, deswegen werde ich die mal auf 0 setzen, damit ich dann hier rechts oben mit mehr Bonuspunkte kriege. Was ich auf jeden Fall haben möchte, ist natürlich ganz viel Treffsicherheit. Dann die Gesundheit ist mir wichtig, gehe ich mal hier volle Kalotte drauf. Dann die Geschicklichkeit sollte ich, die Beweglichkeit sollte ich auch gut haben. Ein bisschen Kraft. Geh mal gleich auf Anfangslevel 2. Da kriege ich dann auch wieder mehr Fähigkeiten als Charakter. Geschicklichkeit sollte ich schon haben. Kraft brauche ich auch ein bisschen. Weisheit. Mal gucken, wie viel habe ich denn noch?
Führungsqualitäten brauche ich eigentlich nicht so viele. Ich gehe auf Kraft. Die werde ich voll. Dann habe ich noch 5 Bonuspunkte und Führungsqualität, da suche ich mir jemand anderen aus. Außerdem kann man solche Sachen während des Spiels sowieso lernen. Und ich würde mal sagen, wir sind fertig für diesen Charakter, den wir erstellt haben. Jetzt müssen wir nur noch bezahlen. Und das werden wir jetzt tun. Und dann habe ich eine neue Mail bekommen. Ich mache hier drauf und das sind schon meine Ergebnisse, wie ich hier abschneide oder wie ich für das Spiel bewertet werde. Aber die lese ich jetzt für mich selber. So, ich habe mir die lustige Personalbeschreibung, die psychologische Personalbeschreibung durchgelesen. Jetzt habe ich hier noch einen Söldnermanager und kann mir durchlesen, was ich hier habe. Weisheit, Fähigkeiten, Scharfschütze, Beidhänder, Werdegang, Hitman, Personalität, da steht irgendein Pfeilchen, Charakter neutral, Schwächen, keine Schwäche, Anstellung, gut, okay, das ist das, was ich hier dann irgendwann im Laufe meiner Karriere bekomme. Das Inventar, ich habe noch kein Inventar, das heißt also noch keine Waffen. Gehen wir mal jetzt ins Web und gehen zur Game-Geschichte hin. Denn da sollten wir nämlich Söldner mal kaufen. Beziehungsweise mieten. Kaufen kann man hier nicht so. Wir machen mal hier absteigend, aufsteigend. Söldner-Kurzindex. Da kann man hier jede Menge sehen hier an Söldnern. Und das ist Seite 1 von Seite 2. Hier ist die zweite Seite. Komme ich dann zu der Söldnerauswahl, indem ich sie mir ganz angucke. Ich brauche ja halt eben gute Söldner, die halt eben bessere Fähigkeiten oder super gute Fähigkeiten haben, die ich nicht habe. Und als nächstes nehme ich dann den MD, beziehungsweise das ist eigentlich ein ganz billiger Arzt, der kostet auch nicht so viel. Einige Kenner von euch, Jacked Alliance, werden sagen, ja wieso, du kriegst doch sowieso noch einen Arzt dazu, aber ich möchte natürlich nicht, dass, wenn ich im Kampf bin und ich noch nicht auf den Arzt treffe im Spiel, dann brauche ich auf jeden Fall hier Mr. Dr. Michael Dawson. Was nehmen wir denn hier für ein Kit mit dazu? Premium, Combat... Wo haben wir denn hier unsere Standardgeschichten? Haben wir ein Medkit dabei? Ja, nehmen wir die Arzttasche. Die ist gut. Dann heuern wir ihn mal an. Und er braucht eine Versicherung. Hallo? Hallo? Videokonferenz? Ich weiß, dass ich noch etwas grün hinter den Ohren bin, was die Arbeit auf dem Schlachtfeld angeht. Aber geben Sie mir ein Skalpell und ich zeige Ihnen, was ich drauf habe. Ja, okay, dann heuer ich dich mal an. Wie lange soll der Vertrag laufen? Für einen Tag. Alles klar, ich stehe schon in den Startlöchern. Okay, Vertragskosten versichert. Okay, dann ist er schon automatisch versichert, oder wie, oder was? Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu den anderen Mitgliedern. Und da ist der Barry eigentlich ganz gut, weil den nehmen wir dann auch wegen... der mechanischen Fähigkeit und weil er ein Sprengstoffmeister ist. Also der hat natürlich sehr gute Sprengstoffgeschichten und den brauche ich auch. Den werde ich für eine Woche anheuern. Hallo, Barry Unger. Was kann ich für Sie tun? Barry Unger? Hallo? Hallo? Verzeihen Sie, manchmal bereitet mir die Sprache Probleme. Aus welchem Grunde brauchen Sie mich? Ja, ich brauche dich. wie lange soll ich arbeiten? Ja, okay. Eine Woche. Auch schön. Dann gehen wir weiter. Dann müsste ich nochmal gucken. Die Grace ist eine zauberhafte Frau. Ich finde, sie hat Ähnlichkeit mit einer Schauspielerin, mit einer amerikanischen. Die nehme ich auch für eine Woche, weil die hat nämlich wunderbare Weisheit, auch eine gute Treffsicherheit und... Kraft und Führungsqualität, das ist nämlich auch ziemlich wichtig, wenn ich später Truppen unterrichten muss.
Ja, diese Wurfmesserchen, die nehme ich mal nicht. Dann nehmen wir hier etwas, was gut ist, und zwar ein paar Granaten. Und dann werden wir sie auch mal kontaktieren. Grace Girelli hier. Hallo, Grace. Du siehst aus wie Jodie Foster, hallo. Ich bin übrigens ganz gut mit Messern. Ach so, okay. Anheuern. Welche Vertragsdauer kommt für Sie in Frage? Eine Woche. Sehr gut. Ich freue mich auf den Einsatz. Schön. So, dann gucken wir mal, wen bräuchten wir denn noch? Ach ja, da gibt's ja noch so einen richtig lustigen Grunty. Das war so ein Vorzeigedeutscher. Wo ist denn Grunty? Erstmal gucken, wo ist Grunty? Ach, Grunty ist im Dienst. Schade. Muss ich mir für jemand anderen irgendwie mich entscheiden. Also da Grunty, Helmut Grunter, leider im Einsatz ist, brauche ich einen Technikmenschen. Ach hier, Vincenzo Massimo, der ist auch günstig. Ja, Technik 88. Das heißt, wenn ich den Schlüssel... Ja, er hat ein Schlosser-Set. Was gibt's denn hier? Gunshoys? Okay, als Dieb haben wir hier. Was? Reizstoff-Sprühgerät? Mhm. Als LBE mit Rucksack. Was haben wir hier? Leichtes Kampfmesser. Ja, und Premium-Pack sieht so aus. Ne, wir nehmen das hier, das LBE oder Diebesgeschichte. Was haben wir denn hier irgendwie? Ja, okay, nehmen wir das hier. Ach, Kontakt zum Vincenzo Massimo werden wir jetzt herstellen. Everybody wants the Vinsta. I's gonna have to straighten this out the old-fashioned way. The guy who puts the most cash in the envelopes gets me. Ja, dann machen wir das jetzt auch. They never showed. They better come soon or Uncle Vinny's gonna... Of course I'm in. What do you think? I don't got what it takes? Ja, laber nicht so viel. Okay, jetzt habe ich insgesamt 5 inklusive mir. Guck ich mal nach. So sehen sie aus. Die Peoples. Mit der ganzen... Ah, okay, Inventar. Mit dem ganzen schönen Inventar hier. Ich hoffe, da lässt sich was machen. Kommen wir nochmal hier zu den anderen Geschichten hier im Navigationsfenster. Zum Beispiel Dateien. Der Aufklärungsbericht über... den ganzen Arulco heißt das Land übrigens. Über die ganze Arulco-Geschichte findet man hier und die ganze Geschichte, wie das hier auch zugeht und wer da alles Bombenanschlag und wer ist und so weiter und was die Geschichte ist. Hier ist das Logbuch. Ich muss noch einen Brief abgeben. Das ist sozusagen meine erste Quest. Dann Finanzen 20.691. Das Ganze schließen wir jetzt. Und wir könnten jetzt eigentlich entweder hier nochmal gucken, was wir hier noch für Optionen haben. Das kann jeder selbst wählen. Ich habe es so eingestellt, dass ich keine Probleme habe mit dem Gameplay. Beziehungsweise das ist Gameplay-mäßig. Zumal es beschrieben wird, wenn ich hier zum Beispiel hier länger drauf bleibe mit dem Cursor, dann kann ich, Moment mal, wo war denn das mit den Raben? Zombies erlauben. Also die Leute, die ich erschossen habe, können als Zombie wieder aufwachen und wild werden. Wo war denn das mit den anderen Geschichten? Hier, Krähen erlauben, das ist lustig. Oder dass es Regengeräusche gibt und so weiter und so weiter. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Und wie geht das jetzt? Indem wir hier, glaube ich, auf Start drücken, ne? Ja, Play drücken. Ist weg. I think there's trouble around here. Ja, das ist halt eben auch eine lustige Geschichte. Jeder hat so seine Eigenschaften.
Dann kommen wir mal hier unten zu diesem Bildschirm hier unten, wo meine Söldner 5 von den 8 hier abgebildet sind. In der rechten Maustaste kann ich nämlich sehen, was er alles bei sich trägt und was er für Equipments bei sich hat. Und allgemeine Informationen zu den Equipments und die Erweiterungen, die es dazu gibt. Also das kann man sich alles hier schon mal durchlesen, anlesen und überhaupt, das gibt so viele Details. Dann was er so, er hat ja diesen Brief abzugeben für Enrico, ist der Brief. Dann, wenn ich zum Beispiel auf Munition gehe, zum Beispiel hier, das ist 10 mm, dann wird automatisch die jeweilige Waffe gehighlightet. Und hier habe ich auch eine Waffe, dann wird diese Munition gehighlightet. Ja, und das muss man alles hier angucken, wie das hier ist. Das Ganze ist auch halt eben mit den anderen Peoples hier. Der hat schon mal einen Helm auf. Dann könnte er eigentlich noch irgendwann mal eine Weste kriegen. Was haben wir denn hier? Zum Beispiel ein Revolverholster ist das. Also es gibt eine Vielfalt von Sachen. Und das sind hier die Hände. Das heißt also, ich habe in meiner linken Hand die HK. Und dann stehen auch die Aktionspunkte, wie viel die kosten, wenn man die nimmt, abfeuert und so eine Geschichten. Dann gucken wir mal hier. Die hat eine Genauigkeit von 4. Was hast du denn für eine Genauigkeit? 33. Naja, ich bin ja halt eben mit meinen Fähigkeiten noch richtig gut drauf. Das Ganze, dann gehen wir wieder zurück. Das Ganze können wir hier auch angucken. Genau in dem gleichen Modus, mit Rechtsklick auf dem Bild. Und ich sehe gerade, wir haben eine E-Mail bekommen. Dann gucken wir mal, was wir hier an E-Mail haben. Enrico, viel Glück in Eroico. Ja, ich wollte nur sagen, jo. Und er wünscht uns viel Glück, der Herr. Hier können wir sehen, was der Status ist. Der Auftrag, Trupp 1, Zugehörigkeit. Dann in welchen Quadranten sich der jeweilige Söldner befindet und für wie viele Tage er angeheuert ist. Hier für eine Woche und ja, mein Doktor hier, der ist für 24 Stunden angeheuert. Was gibt's denn noch hier zu sehen? Städte zeigen. Dann haben wir hier Minen zeigen. Dann haben wir hier noch, sie haben gar keine Miliz. Das ist für eine Miliz ist das. Das ist auch neu. Feindliche mobile Miliz. Dann haben wir, wo sich der Hubschrauber befindet. Wäre er in der Luft? Und dann hier die Gegenstände zeigen, die es hier gibt. Da müsste ich aber hier nochmal auf die Städte gehen. So, ja. Ansonsten ist hier noch zu sagen, dass es noch unterschiedliche Untergründe gibt. Das heißt Höhlen und Minen, die natürlich auch in die Tiefe gehen. Und hier unten ist sozusagen das Logbuch, was passiert ist, welche Fähigkeiten dazu neu gekommen sind. Ja, das war es erstmal bis hierhin für diese Taktikbildschirmgeschichte. Und schauen wir weiter. Dann gucken wir uns mal an, wie wir uns bewegen können. Wir sehen hier, wie viel wir erreichen können. Und da ist ja auch eine Zahl dabei, das sind die Actionpunkte. Dave hat 66 Actionpunkte und den werden wir jetzt mal so weit wie möglich in einen Schutzbereich bringen. Gehen wir mal hier hin. So, wir haben noch ein paar Punkte. Und wir können ihn auch knien lassen. Was? Dann werde ich ihn mal hier hinbringen. Ach, scheiße, zu weit gelaufen. Jetzt kann ich nicht mehr knien. Dann haben wir hier die Grace. Die ist gut. Die schicken wir gleich mal hier hin. Aber die wird auch nicht mehr weiterkommen. Genau, ich kann nicht mehr knien. Das mache ich mit der Taste C. Ja? Mein Mediziner. Den werde ich mal hier hin schicken. Und den Barry. Den Techniker hier. Den wird ich gemacht. Hier ist der Springmeister, richtig. So, wenn ich meine Züge gemacht habe, hier sind sozusagen noch ein paar Punkte da, wie zum Beispiel Barry, den kann ich sogar mich noch knien. Ja. Grace kann auch noch knien. Nee, die kann nicht. Wie teuer ist denn das? Yo! Ja, und Winnie auch nicht mehr, geht auch nicht mehr. Wenn ich meine Runde beenden will, gehe ich hier auf Haken. Spiel zu beenden.
Ich bin jetzt sozusagen, wenn kein Feind da ist, kann ich alle auswählen. Und ja, sofort! An eine Stelle bringen zusammen. Hier bin ich. Hier. Und ich gehe mal hier hin. Also ich, jetzt kann ich sozusagen hier herumschleichen. So, und ihr seht auch, dass hier keine Actionpunkte mehr angezeigt werden. Das ist auch gut so. So, ja. Barry, geh mal in die Knie, bitte. Geht das jetzt nicht? Ja? Ja, doch geht. Jo! Winnie auch. Jetzt ein bisschen in geduckter Haltung sind. Und wenn ich das hier überprüfen möchte, dann sehe ich dann hier zum Beispiel die Haltung der Leute. Moment mal, ich gehe jetzt zum Beispiel hier auf Winnie. Dann ist es hier gehighlightet. Den könnte ich zum Kriechen bringen. Ja, oder hochgehen. Oder wenn ich mich auswähle, zum Beispiel, stopp, was war das denn jetzt eben? Ebene wechseln, achso, das ist, kann man auch mit Tab machen, wenn ich zum Beispiel hier hochklettern möchte. Jetzt ist gerade was passiert und ich hatte gerade mit meiner Aufzeichnung eben gestoppt. Jetzt ist nämlich hier jemand gekommen. Oh, weia. Den könnte ich jetzt nämlich hier abknallen. Ich habe ja eine Sniper-Geschichte. Und dann gucken wir mal, wenn ich mit der rechten Maustaste meine Genauigkeit hier sozusagen eingrenzen kann. Wutsch. Das Ding ist nicht schlecht. Ja, sehe ich auch so. Dann habe ich schon sozusagen den ersten abgeknallt, ne? Wenn ihr die Pause-Taste drückt, dann wird das Spiel pausiert. Und, Hier. So, jetzt könnte ich noch einen Zug machen, weil ich jetzt beendet habe. Feindliche Kräfte nicht sichtbar, okay, aber ganz jetzt in der Nähe. Ja, ja. Jetzt möchte ich mich Folgendes machen. Ich möchte nämlich ganz gerne auf das... Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Genau, jetzt, jetzt kommen nämlich die Nächsten und ihr könnt unten hier sehen... Nee, er hat nur was gehört. Zu sehen ist noch nichts und wenn ihr die Ende-Taste drückt, dann, sehen meine Söldner den Bereich, der hier farblich zu sehen ist. Ist richtig schön, ist das. Aber ich muss ja auch irgendwann mal hier jemanden auf die... Guck mal, kann das Barry? Nee, kann er noch nicht. So, kann er hochklettern? Er kann aufs Dach klettern, das ist gut. Dann hat er ein bisschen bessere Aussicht. Jetzt gehe ich auf meine Person. Und möchte auch gerne aufs Dach klettern. Dazu muss ich hier... Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ja, dann werden wir mal die Unannehmlichkeit bereinigen. Gucken, ob das klappt. Oh, daneben. Kann ich nochmal schießen? Ja. Kostet mich allerdings 35. Ah. Jawohl, der ist hin. Super. Wie schon gesagt, es läuft nicht immer so, wie man es will, weil wenn oben noch Spielzug steht, dann bin ich nicht im freien Modus, sondern im Kampfmodus. Mal gucken. Yo! Was machen wir denn hier? Kannst du denn hier, das ist Winnie, ne? Ja, er kann nicht hochklettern. Es kommt auf die Fähigkeit und Beweglichkeit an, die ja? Leute haben. Ja. So. Hier. Dave hat nicht mehr so viele Punkte. Ja? Hier, ach hier, das ist ja mein Mediziner. Aber hier, ja. Grace hat viele Punkte. Die schicken wir mal. Wo schicken wir die hin? Hier. Genau. Und Grace kann die hochklettern. Sie kann hochklettern. Das machen wir mal eben. Und die werden wir auch mal zum Kriechen bringen. Ach ja, mit Tab-Taste. Nee, das ist ja hier. Das ist schon richtig. So, lass mal so hochkrabbeln. Ja. Den Barry werden wir auch mal hinlegen. Und die halten hier noch ein bisschen die Position. Also mit der Tab-Taste seht ihr, kann ich hier entweder in die obere Dachebene klicken oder auf den Boden klicken.
Und mal die Runde beenden. Zielobjekt in Sicht. Wo? Oh. Ja. Ah ja, hier, da unten. Hier im... Wo ist das Zielobjekt denn? Das ist doch er hier. Ist er denn... Ist er denn... Ist doch... Ach, hier, da ist er. Gesund, gefreiter Henry Herzieler. Mhm. Ja, was... Dave, was kannst du denn machen? Hier ist nämlich eine 1 oben. Das heißt also, er sieht mich, ich sehe ihn. Hier. Wollen wir mal gucken. Versuchen wir gleich mal in den Kopf zu schießen. Ging leider nicht. Ah, okay, kritisch. Sehr schön. Naja, ihr seht jetzt, worum es geht hier in diesem Spiel. Ich möchte jetzt an dieser Stelle Schluss machen, sonst dauert es zu lang. Und außerdem muss ich mich noch selber so ein bisschen einfuchsen. Gucken, wie es weitergeht. Hier. Oha. Ja, dann verabschiede ich mich. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und vielleicht mache ich noch eine Folge davon.